You know I'm not one to break promises. I don't wanna hurt you, but I need to breathe. At the end of it all, you're still my best friend. But there's something inside that I need to release. Which way is right? Which way is wrong? How do I say that I need to move on? I know we're heading separate ways. And it feels like I am just too close to love. Hallo Leute, willkommen hier zu einem neuen Vorfallteil. Ist jetzt außerhalb der Vorfall-Serie mit Fury zusammen. Obwohl der heute auch wieder erstaunlicherweise dabei ist. Und Fury Faber als Stargast. Ihr seht hier schon mal hier die schönen Sachen. Dann sehen wir uns gleich wieder hier zum ersten Artikel. Ich würde einfach mal sagen, hier, komm, Fireballs. Fängt einfach mal direkt an und wirft da schön hinab ins Tal, was nicht vorhanden ist. Hier schon die Handschuhe am Start, weil ich schon arschkalt, meine Freunde. Ja Leute, Silvester ist nicht mehr weit. Oh, hast du natürlich gut gemacht. Ja. Wo ist der jetzt hingeflogen? Hast du auf jeden Fall gut gemacht. Sehr geil, dass die schwarz sind. Ja, schon in die Luft, jawohl. Boah, nice. Wirf mal die anderen zwei auch in die Luft, das sieht cool aus. Aber leg mal einen auf den Pfosten drauf. Genau. Alter, jetzt ich schon bleib mal echt kompetent mit den Handschuhen, ey. Der richtige Grobmechaniker. Ach, ist der Pfosten. So, und den letzten wirfst du nochmal, ja? Ja, die Dame. Boah. Den kannst du schon mal werfen und ich mache hier schon mal den Vesuv von Nico Feuerwerk. Findest du die Zins schon nicht? Ah, jetzt habe ich sie. Ah, Laurin Pyro findet die Zins. Laurin 8 findet die Zins schon nicht. Alle in die Comments schreiben. Laurin. Oh, der war geil. Gönn dir mal den Funkenring hier. Jetzt gibt's hier Vesuv von Nico Feuerwerk. Edel, oder? Was sagt ihr? Geil. Alter, als ob der so einen guten Ausruf hat. Also ich würde schon sagen, dass er 3 Meter hoch ging, oder? Ja. Das ist gut, immer noch. Dafür Daumen hoch, ey. Komm, jetzt machen wir mal jetzt direkt Vergleich von der Größe her. Die Vulkanix. Lass mal einen auf den Pfosten und einen auf den anderen Pfosten stellen. Und dann würde ich sagen, bereit und go. Ich glaube, links ist der Silber, ne? Ich bin mir nicht sicher. Tatsächlich. Blitzer. Tatsächlich. Blitzer. Jetzt nach. Tatsächlich. Blitzer. Ja, links zieht alle. Aber rechts hat auch was. Ja, ich würde sagen, ja, links. Links kannst du mich schon mit dem Vesuv mithalten, ne? Alter, wie hell das. Alter, der Golden hat eine bessere Brenndauer. Schöne Teile, oder? Was sagt ihr? Richtig geil. Vor allem der linke, der hat mir richtig gut gefallen. Also der. Guck mal, die Thunder King, die brauchen wir ja später. Die können wir erstmal einpacken, weil der Boden ist ein bisschen feucht. Ja, feucht. Wird das ein kleines Finale? Guck mal hier, machen wir ein schönes Röhli hier. Von Keller. Bam. Ich bin ein Pyro. Ist ausgegangen. Ob das wohl noch geht? Junge, zieh doch nicht auf mich. Ich zieh das nicht auf dich. Ja, jetzt. Ah. Hoffentlich geht das gut und er explodiert nicht. Oh, Alter, blau. Richtig geil. Was für ein Ausstoß. Ja, der Ausstoß ist nicht so gut, aber die Farben sind auch schön intensiv. Alter, die gönnen dieses Blau. Oh. Gönnt euch diesen. Wie Laurin letztes Jahr im Special gesagt hat, mit diesem Torbogen. Kennst du noch? Ja. Torbogen. Also alles, jeder, der sich daran erinnern kann, schreibt mal in die Kommentare Hashtag Torbogen. Ich hab Bock irgendwie auf die hier, oder? Ja. Hättet ihr Lust? Ja, klar. Wer will hier zünden von euch? Genau. Feuer, Batterie. Da unten, ja, da ich unten. Spann dich doch mal an. Hauptsache, es zündet nicht am Ende an. Zündet einfach in der Mitte an. Oh, erstmal Fontäne, wusste ich gar nicht. Richtig edle Farben, oder? Also, wenn das nicht ein schöner Effekt ist. Jetzt, oh, jetzt kommen noch Leuchtkugeln. Lol. Alter, wie hoch gingen die denn gerade, ne? Die, Alter, als ob die so gut ist. 2 Stück. Ich glaube, 1 Stück 1 Euro oder so. Alter.
Das sind ja kleine Klabautermänner, oder? What the fuck? Alter, oh, ging er weiter. Was? Finale? 1 Euro pro Stück, ne? Oder nicht mal, glaube ich. Als ob. Richtig geil, oder? Alter, irgendwas kommt gerade runtergerieselt vom Deck, vom Himmel. Hä? Ich einfach genauso hoch wie die Bäume. Oh, oh, nicht in den Baum, bitte. Hä? Reicht das auch mal? Reicht doch jetzt mal. Hä? Hey Junge, 1 Euro. 3 Euro? 3 Euro. Okay, blüht da irgendwas am Ast oben? Nee, oder? Nein, spannend. Machen wir mal auf Klabautermann als Vergleich, oder? Ja. Gucken wir mal, ob die die mithalten können. Dann lass, stell dir mal lieber hier auf den Pfosten. Dann sind wir nicht. Du, was ist denn das? Oh, Hashtag Halloween Special von Laurin. Von Pure Liebe, aber wer es nicht gesehen hat, lohnt sich vorbeizuschauen. Wollen wir alle auf einmal? Ja, wir müssen hinkriegen. Oder jeder macht, ich mach hier 2 und ihr macht die vorderen 2. Schaffe. Ja. Oh, ah, schon noch ein Tick besser, ne? Ja, hello. Hello. Richtig nice. Ja, mit was wollen wir weitermachen, Leute? Wie wär's? Oh, ich hab's, hier liegt noch ein Thunder King. Kolibri, dann nimm sie die. Hauptsache, wir haben 4 Thunder King dabei. Ich dachte nur 3. Dann hat der Pyroliefer wohl noch ein extra zugeschmuggelt. Warum? Ich hab mir nur 3. Da ist Kacke dran. Lass, wollen wir auf den Weg dafür gehen oder einfach hier? Ja, leg einfach auf den Pfosten. Ja, auf den Pfosten. Der Pfosten ist ja echt genial. Und hier haben wir so schöne, schönen Müllhaufen. Schauen wir mal, ob die was taugen, ne? Klasse 1. Schön, oder? Gehen wir lieber einen Pfosten weiter hier, nicht, dass er wieder am Baum fliegt. Guck mal hier, den machen wir da mit auf den Müllhaufen drüben. Zack. Boah. Aber voll geil eigentlich, ne? Und die anderen 2, ich glaube 2 sind noch drin, oder? In der Packung? Ich hab noch einen. Okay. Ich glaube, wir können auch schön was auf Schlag finden. Oh. Oh. Aber ganz schön, oder? Ist das der letzte? The last one. The last one, Leute. Oh, der geht mal gerade hoch. Nice. Also wir gerade 1, wie ich finde, echt schön, ne? Ja, wie wär's? Wollen wir mal hier was? Guck mal hier, wir können ja mal die hier machen, oder? Die ist nämlich richtig schön. Die Glitzerkaskade. Zünd die mal an, einfach. Du musst einfach oben durch dieses Papier durchzünden. Ja genau, mach die einfach wieder hier hin. Die ist richtig edel. Dieses weiße? Einfach hier oben durchs Papier zünden. Ah, okay, okay. Aber Leute, die, ich habe die zumindest edel in Erinnerung. Oh, gönn dir einfach. Oh, die ist edel. Hauptsache, der Teil ist genauso gut wie so einer aus unserer Vorfreude-Reihe. Ja, es ist einfach nochmal ein extra Teil zwischendurch irgendwie. Mit dem netten Dude, der hier steht, das sieht man gar nicht. Alter, gönn die, Alter, wie die Funken da runterregeln. Pornös, pornös, Leute. Auf jeden Fall, mit dem Herrn hier gibt es noch eine Silvester-Vorfreude-Reihe. 1-4, checkt die auch aus. Wenn natürlich auch alle Teile schon online sind, ihr werdet es ja sehen. Irgendwann werde ich dieses Video hier zwischendurch mal hochladen. Komm, lass mal jetzt hier ein Highlight raushalten, oder? Ein Explode-Gold-Vulkan. Da habe ich richtig Bock drauf. Ihr wird nicht gespart. Ihr seht mal, wir haben kurz vor Silvester und da werden schon hier diese dicken Dinger rausgehauen. Sind wir direkt oben, oder? Wir haben den ersten. Nee, was haben wir heute? Keine Ahnung. Ich glaube, eine Scheiße gerade. Also, wie gesagt, es ist kurz vor Silvester und kann man schon mal sowas Edles hier raushauen. Hauptsache, das sieht man gar nicht, das Gold auf meiner Kamera. Bei mir sieht einfach nur. Oh. Geil. Alter, wie das Leute, CE-geprüftes Feuerwerk. Also, passt auch bei diesen Teilen auf. Egal, ob es geprüft ist oder nicht, es kann einfach durchzünden. Aber ich habe es gefilmt, das ist ja schon mal Hauptsache. Und ja, die Kolibri haben wir, ne? So, das ist vegan. Ich würde erstmal sagen, diese schönen Vulkane hier, dann haben wir die Leuchtartikel durch. Das sind nämlich Gigant-Vulkane von Weko. Nehmt ihr auch einen mit? Dann machen wir es wieder so. Pfosten und Pfosten, oder? Ja. Alter, hier, gönn dir mal. Ah, oh, Junge, der ganze Vulkan hat zerlegt. Warte, warte, warte. Okay, let's go. Ich habe keine Ahnung, was der für einen Effekt hat. Wir werden es erleben. Pure World macht wieder schöne Insta-Pics. Jojo! Schöner Artikel, oder? Alter, richtig geil. Geile Teile, oder? Dann würde ich sagen,
machen wir jetzt das Bengalo, dann räumen wir den Müll zusammen, wechseln die Location, weil hier haben wir wie gesagt Bäume bei uns und dann gibt es noch einen schönen Thunder King, oder? Yes, also, zünd mal hier schön an. Tim Pio kann ja noch nebenbei eine kleine Fotoshow machen oder so. Kann ich machen, Johannes. Ja, erstmal. Er hat gerade seinen Handschuh angezündet. Ey Leute, mit Handschuhen zünd ich nicht. So, das ist der Yellow Flame von Brückhoff. Hoffentlich zündet es nicht auch so durch wie der Vulkan. Alter, schön hell, oder? Also ich kann es jetzt nicht, selber nicht so gut einschätzen. Laurin, nimm du mal das. Aber wir machen erstmal hier ein schönes Picture. Kannst du machen so, komm mal mit Laurin hier, komm mal hier. Ja, hältst du am besten nicht ins Gesicht. Wenn du weiter ein Bild gemacht hast, geben wir mal das Bengalo weiter. Hast du? Ja. Jetzt nimm du mal schönes Bengalo. Dann, guck mal, seht ihr mal, wie hell das ist. Geh mal ein Stück weiter weg, damit die Leute mal sehen, wie hell das Teil ist. Also es hat schon eine gute Helligkeit, oder? Ich gehe jetzt zum Geisterhaus, meine. Für Klasse 1. Guck mal, jetzt kannst du richtig so im Wald Gespenster jagen gehen. Jetzt komm mal wieder zurück. Nice. Guckt euch ihn an, er hat Spaß. Ah, das war schon mit dem Bengalo. Bisschen schwach, ehrlich gesagt, oder? Von der Brenndauer. Hier ist der Müllhaufen, den räumen wir jetzt zusammen und dann sehen wir uns gleich wieder fürs Finale und zwar 4 Thunder Kings auf Schlag. Bis gleich. So, Finale Leute, ich sage schon mal Tschüss, danke fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal, genießt noch die Vorfreudezeit und dann wünsche ich euch viel Spaß bei den 4 Thunder Kings. Tschüss.